Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der PES 19 Trainerkarriere. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, da habe ich ganz, ganz viel erzählt. Die ist auch ein bisschen länger. Einfach mal rechts um am i abchecken. Würde mich freuen, wenn ihr da auch unbedingt vorbeischaut. Da haben wir unseren ersten Sieg gegen Inter Mailand einfahren können. Aber auch die erste Niederlage gegen Atletico Madrid. Und unser Vorbereitungsturnier endet mit dem heutigen Spiel gegen Arsenal. Und wir starten heute schon in die Bundesliga rein gegen Düsseldorf, unser erstes Spiel. Und tatsächlich, das wusste ich zum Beginn der ersten Folge von der Trainerkarriere noch nicht, sind wir in der Verteidigerkarriere rechts um am i verlinkt. Die Playlist einfach mal von der Verteidigerkarriere, da ist auch schon mindestens eine Folge online gekommen. Da sind wir tatsächlich bei Düsseldorf gelandet. Heißt, wir spielen dann jetzt in der Trainerkarriere gegen den Verein, bei dem wir halt eben in der Verteidigerkarriere sind. Das ist auch ganz interessant. Wir wollen allerdings diese Folge nicht so viel rumlabern wie in der letzten Folge, obwohl in der letzten Folge trotzdem recht viele bis zum Ende geguckt haben, weil ich da am Ende nochmal einen Hashtag gesagt habe, was man da eben, ich mache das öfter mal, dass ich einen Hashtag am Ende sage, dass die Leute dann reinschreiben müssen, damit ich sehe, wer bis zum Ende geguckt hat. Und das haben erstaunlich viele gemacht letztes Mal, obwohl die letzte Folge ja ultra lang ging. Was mir aber auch aufgefallen ist, das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, wir haben keinen Bernat drin, wir haben überhaupt keinen Linksverteidiger für Alaba. Das fällt mir jetzt nochmal auf, aber das ist mir auch im Schnitt der letzten Folge aufgefallen, weil ich habe gesagt, ja, wir haben hier eigentlich fast für alle Positionen was, außer für einen Linksverteidiger. Heißt, ich kenne mich zwar nicht aus, aber theoretisch müssten wir einen Linksverteidiger kaufen können, weil wir noch in der Transferphase sind. Ich weiß es nicht, aber ihr könnt auf jeden Fall Vorschläge für Linksverteidiger in die Kommentare schreiben, dann können wir uns einen kaufen. Ich will aber keinen krassen, weil Alaba soll schon spielen. Ich will eher so einen, den ich dann zwischendurch mal einwechseln kann, so einen zweiten Linksverteidiger, sagen wir mal. Ja, ansonsten passen die Pfeile eigentlich, die sind eigentlich relativ gut alle, bis auf das James Rodriguez wieder deutlich besser ist als Müller. James Rodriguez ist echt ein krasser Spieler, den setzen wir einfach mal ins offensive Mittelfeld und es haben ganz, ganz viele geschrieben, danke an euch, was HS heißt. Ja, ich habe ja in letzter Folge gefragt, was HS heißt, ich habe das nicht mehr gewusst, aber es ist eigentlich ja gar nicht so schwierig. Hängende Spitze heißt es, das haben mir ultra viele geschrieben. Danke dafür für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so aktiv seid. Freut mich auf jeden Fall mega. Wir sollten jetzt gegen Arsenal gewinnen, denn ja, es ist doch, wir haben ein Spiel verloren, einen gewonnen. Das ist ein bisschen knapp, wenn wir jetzt verlieren, wäre das ziemlich blöd. Wir lassen die ganzen Einstellungen sonst gleich. Verändern nichts am Schwierigkeitsgrad oder so. Das bleibt alles so, das ist mega cool, wenn wir auch mal verlieren. Wir haben ja nur mit 2-1 verloren, glaube ich, also ist auf jeden Fall komplett in Ordnung. Und heute bin ich auch ein bisschen fitter, gestern habe ich ja ultra spät aufgenommen, bei der letzten Trainerkette-Folge, das war gestern für mich. Aber heute bin ich ein bisschen fitter, denn wir haben es erst 19 Uhr, also das ist perfekt. Und viele haben sich auch gefragt, warum die Trikots so kacke aussehen. Hoffentlich kommt dann nochmal ein Update. Also hier nochmal, ich sag's nochmal, sobald ein Update nochmal kommt von der Bundesliga, von Bayern oder was auch immer, wo nochmal die Trikots und die Gamefaces überarbeitet werden, dann werde ich das natürlich reinpatchen und euch das mitteilen. Dann könnt ihr euch das eben auch reinpatchen. Falls ihr euch die Lizenzen auch holen wollt und nicht wisst, wie, auch das Video mal rechts oben beim i verlinkt, habe ich schon ein Tutorial zu gemacht. So, jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich gesagt haben wollte. Robben sieht extrem schlimm aus. Die anderen Spieler gehen, aber Robben sieht extrem schlimm aus. Also der sieht gar nicht aus wie Robben. Ja, wir müssen gewinnen. Let's go. Och komm, Schiri. Pfeift der Freistoß. Ich meine, er hat halt den Ball, er ist halt hingerannt, hat den Ball weggespielt und ja, dann ist mein Spieler da reingerannt. Falls ihr übrigens neu auf meinem Kanal seid, lade ich euch herzlich dazu ein, kostenlos zu abonnieren. Ist natürlich alles freiwillig, aber dann verpasst ihr keine weiteren Folgen der Trainerkarriere, wenn ihr auch die Glocke aktiviert. Das ist so unnötig mit der Glocke, aber ja, wenn ihr auf jeden Fall nichts verpassen wollt, Glocke aktivieren, Einstellungen auf alle stellen, dann passt das. Und ja, abonnieren ist natürlich kostenlos, aber ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mich dahingegen unterstützen könntet. Und wie gesagt,
dann verpasst ihr kein Video der Verteidigerkarriere, der Trainerkarriere oder was auch immer. Und ich spiele gerade den 500. Fehlpass in diesem Spiel. Also ich spiele nur Fehlpässe bisher. Und dadurch kriegt Arsenal Chancen wie hier. Und diese können sie auch nutzen, da Neuer ein bisschen weiter draußen war. Aber er kriegt den Neuer stark gehalten. Jetzt gibt es eine Ecke, weiter geht's. Boah! Alter! Den muss er machen. Ich meine, er hat ja gut, also Goretzka mega stark dazwischen gegangen. Der Pass war auch gut. Und ja, der Schuss war auch nicht schlecht, aber. Oh. Gut, das ist halt Peter Cech, er hat ultra gut reagiert, aber oh mein Gott. Die Facecam ist eigentlich übrigens immer. Oh! Ist eigentlich übrigens immer rechts im Eck. Rechts oben, wandert manchmal im Menü, aber wenn ich das nicht immer berücksichtige, dass das überhaupt nichts verdeckt, die Facecam, das müsst ihr mir verzeihen, weil das ist voll viel Arbeit, die ganze Zeit hin und her zu schieben. Und ja, ich schaue schon immer, dass es nicht die wichtigen Sachen verdeckt, aber ja, wie gesagt, wenn es mal irgendwas überdeckt, seid mir da nicht böse. Halbzeit! Schon die Halbzeit, die erste. Und apropos Facecam, ich werde mal gucken in einem der nächsten Videos, was ich da hinten mache. Denn hier, dieser Bereich da hinten, der ist immer extrem dunkel. Weil wenn ich da hinten mein Fenster ein bisschen aufmache, dann kommt da ultra viel Licht rein. Das ist viel zu hell. Und wenn ich es jetzt so zumache, wie jetzt eben, dann ist es da hinten ultra dunkel und die Softboxen beleuchten das da hinten nicht. Heißt, ich muss mir wirklich was überlegen, ob ich da vielleicht irgendeine Wand aufbaue, irgend so ein Hintergrundsystem, Greenscreen oder irgendwas, was dann auch mit den Softboxen mitgeliefert wurde oder so. Greenscreen könnte ich eventuell aufbauen. Da ist bloß das Problem dabei, dass es halt einfach schwierig ist, das immer aufzubauen, weil wenn ich es aufgebaut lasse, ich kann das nirgendwo hier richtig hinstellen. Da mein Zimmer ein paar Schrägen hat, wie man das vielleicht auch in der einen oder anderen Roomtour gesehen hat. Mein Zimmer hat ein paar Schrägen, das heißt, dieses Hintergrundsystem passt hier nicht so mal eben rein. Und da müsste ich das immer wieder aufbauen und abbauen, weil ich kann den Greenscreen nicht einfach vor meiner Tür stehen haben. Da muss ich das immer wieder abbauen und aufbauen und das dauert recht lang, wenn man mal nur ein, zwei Folgen aufnimmt. Ja, deswegen, das weiß ich nicht, ob ich das irgendwie hinbekomme. Vielleicht überlege ich mir da was anderes, mal gucken. Ein Wechsel, es geht Thiago, es kommt Tolisso und es gibt eine Ecke für Arsenal, die ja schon viele Ecken hatten und auch mehr Chancen als wir, mehr Ballbesitz als wir. Also wir müssen ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, wie wir das hier über die Runden bringen sollen, dass wir... Ja, am besten sogar gewinnen. Also verlieren wäre ganz schlecht, aber unentschieden hätte ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ja, bin gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Oh, da ist das erste Tor! Kaum ausgesprochen, 2 Sekunden später. Kingsley Coman! Yes, wir haben mal ein Kopfballtor hinbekommen. Das war jetzt das erste Tor mit dem Kopf in PES 19 in der Trainerkarriere. In der Demo haben wir es ja tatsächlich auch schon einmal geschafft. Das ist das zweite Kopfballtor insgesamt. Kimmich mit der Flanke. Und Kingsley Coman mit dem 1:0. Also Flanken sind immer noch möglich. Nicht mehr so gut wie in PES 18, nicht mehr so einfach. Aber es ist noch möglich. Das haben wir hiermit auch bewiesen. Und wir haben das 1:0 gemacht, den Führungstreffer. Mega nice. Ja, stark von Neuer. Eine echt richtig gefährliche Chance hier von Arsenal. Und was Kimmich da gemacht hat, keine Ahnung. Aber das war echt gefährlich. Gut gespielt, habe ich nicht ganz so mitgerechnet. Neuer richtig gut pariert. Kimmich hätte ihn eigentlich ganz normal nehmen können und weggehen können mit dem Ball. Und ist jetzt da anstattdessen mit ihm ins Ausgerannt. Nicht ganz so geil. So, es gibt einen Wechsel nach dem Foul von Aubameyang hier an Boateng. Ein bisschen hart eingegangen, aber ja, ich bin froh, dass er gepfiffen hat, weil sonst wäre Aubameyang durch. Robben geht, Gnabry kommt und ja, noch 15 Minuten zu spielen.
Außerdem geht Coman und dafür kommt Ribéry. Ich dachte, dass Ribéry drin ist. Hab das während des Spiels natürlich gemerkt. Aber jetzt wird er eingewechselt für Coman. Yes! Was für ein Tor! James Rodriguez! Jawohl! Da macht er doch sein erstes Tor für die Bayern hier. Und was für ein Hammerregen. 2:0, das ist die Entscheidung. Kurz vor Schluss. Was für ein Torjubel soll das bitte sein? The fuck. Ja, Tolisso hier auf Lewandowski. Da wurde er auch noch mitgenommen, Tolisso. Dann weiter auf Serge Gnabry. Der hätte auch selbst abziehen können. Also ich war mir da nicht sicher, ob ich da selbst mit ihm schießen soll. Dachte ich, pass nochmal in die Mitte. Dann abgefälscht von dem Verteidiger Mustafi ist es, glaube ich. Und James Rodriguez kennt da nichts. Aber wenn er abgefälscht ist, auch wenn er in der Luft ist, er hat trotzdem den Schuss probiert und zwar den Fallrückzieher ins Glück. Er ist reingegangen. Volley versenkt, 200 Punkte hier. Mega nice. Ha, was für ein geiles Tor. 2 Minuten vor Schluss ungefähr. Und das sieht nach einem Sieg aus. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Arsenal kommt nochmal. Boateng hier dazwischen. Vielleicht gibt es nochmal eine Chance hier für die Bayern. Nee, das wird auch nichts. Es gibt eher noch eine Chance für Arsenal. Mal gucken, ob die gut ausspielen können. Sehr, sehr viele Spieler von uns hinten. Aber auch sehr, sehr viele Spieler von Arsenal vorne. Kleine Versprecher wieder mit dabei. Ja, passen wir raus. Ich dachte, er pfeift ab. Tolisso hat ihn rausgepasst. Ich dachte, er pfeift dann ab, wenn ich ihn rauspasse. Aber gibt anscheinend nochmal eine Ecke. 3 Minuten schon drüber. Also 1 Minute über der regulären Nachspielzeit. Gibt es nochmal eine Chance? Nee, Hummels, jetzt hauen wir ihn weg. Jetzt pfeift er. 2:0 gewonnen. 2 Spiele gewonnen. Ein 2:0 gegen Inter Mailand. Ein 2:0 gegen Arsenal. Und leider mit 2:1 gegen Atletico Madrid verloren. Atletico Madrid hat aber auch verloren gegen Inter Mailand. Aber sie sind trotzdem Erster. Was? Hä, das macht gar keinen Sinn. Die haben auch 6 Punkte. Haben auch 2 Siege, 1 Niederlage. Und wir haben die bessere Tordifferenz. Hä? Wir sind Erster eigentlich. Was ist das denn für ein Betrug? So, Sieger des International Cups ist gescheitert. Was für mich keinen Sinn macht, weil wir eigentlich Erster wären. Wohl was Falsches in den Einstellungen. Ja, aber wir sollen auf jeden Fall die Bundesliga auch gewinnen. Platz 1 ist das Ziel. Ja, dass das gescheitert ist, wundert mich, weil wir wären eigentlich Erster dadurch, dass Atletico Madrid verloren hat. Naja. Nichtsdestotrotz spulen wir jetzt weiter vor bis zum Spiel gegen Düsseldorf. So, die Liga geht endlich los. Uli Hoeneß will, dass wir das erste Spiel gewinnen, dass wir von Anfang an gut starten mit einem Sieg. Das sollte doch möglich sein. Hier gegen Fortuna Düsseldorf ist das auf jeden Fall eine machbare Aufgabe. Danach haben wir die Bekanntgabe des besten Spielers Europas und dann spielen wir schon gegen Freiburg. Aber wir haben noch hier die Schließung des Transferfensters. Also hier dazwischen ist ja auf jeden Fall eine Pause zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schreibt mir da ein paar Vorschläge rein, wen ich da nehmen könnte als Linksverteidiger. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt ins Spiel. Let's go. Dann machen wir jetzt mal Gnabry auf links, Coman auf rechts, Wagner im Sturm, Sanchez im Mittelfeld mit Goretzka und James Rodriguez als offensive Mittelfeldspieler. Die Verteidigung machen wir so wie immer, das passt. Dann würde ich sagen, let's go. Ich hoffe, dass es wirklich was Gutes wird. So, ich habe gesehen, die Kamera war aus, aber ich denke, die ist gerade nur eben ausgegangen. Also für euch müsste alles normal gewesen sein. Erstes Spiel, wie gesagt, gegen Düsseldorf bin ich sowas von gespannt, wie das gleich wird. Wir hatten es ja in der letzten Saison in PES 18 immer so, dass ja die Bundesligaspiele waren einfach tatsächlich schwerer manchmal als die anderen Spiele, Champions League, wo wir gegen krassere Vereine gespielt haben. Also da gab es schon immer mal so einen Unterschied zwischen den Bundesligaspielen und den anderen. Und meistens waren die Bundesligaspiele, wie gesagt, schwerer. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist, wie das dieses Jahr gemanagt ist. Wir spielen auswärts auch noch in Düsseldorf. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Düsseldorf ist eine Mannschaft, die sollten wir eigentlich schon schlagen. Deswegen setzen wir uns das als Ziel. Auch mit ja ein paar
jüngeren Spielern, das heißt jüngeren, Sandro Wagner oder so, ist ja nicht jung, sagen wir mal, aber mit ein paar anderen Spielern, nicht den Stammspielern. Wir kriegen das hin, ihr wisst, was ich meine. Let's go, einfach reinstarten. Oh. Alter, fast ein Eigentor hier, kann man auch mal machen. Jawoll! 1:0, James Rodriguez! Junge, wenn der schießt, Alter, der zerlegt ja alles. Hat das Tor richtig gezappelt. Ja, hier sieht man es auch. Also die Auswärtstrikots, das hat auch jemand geschrieben. Auswärtstrikots sind ja original mit Telekom und allem Schnickschnack drauf. Und die Heimtrikots sehen irgendwie voll scheiße aus von Bayern. Aber ich hoffe, dass das auch noch gefixt wird. Das war ja, glaube ich, war das? Ich glaube, das war auch letztes Jahr so, dass die Bayern-Trikots genauso aussahen. Und dann erst beim zweiten Patch gab es dann diese weißen Streifen und so, wie sie halt echt aussehen. Ja, 12. Minute, 1:0, James Rodriguez, geiler Schuss, geiles Tor, weiter geht's. Jawohl, 2:0, Sandro Wagner. Boah, das ist schwierig in PES 19 Tore zu erzielen, wenn man keine Flanken und so hat. Dass man da so durchkommt, ist schwierig. Aber diesmal hat es geklappt. 2:0. Es soll ja nicht zu oft klappen. Also wir wollen es ja realistisch. Das passt schon alles. 2:0. Mega geil. Erst natürlich keine Tore. Also Leute, nicht wundern, wenn es jetzt keine Tore gibt. Auswärts in der Bundesliga keine Tore. In solchen Turnieren wie Internationals Cup schon. Aber hier in der Bundesliga auswärts keine Tore. Und ja, das ist vollkommen realistisch, dass wir jetzt bis zur 35. Minute mit 2:0 führen. Wenn das jetzt viel mehr wäre, wäre das vielleicht auch unrealistisch. Aber es ist echt, also das ist richtig anstrengend. Das erfordert richtig viel Konzentration. Das war richtig knapp jetzt auch nochmal hier. Erfordert echt viel Konzentration, richtig gut durchzukommen hier in PES 19. Denn die stehen halt echt gut da hinten und du musst dir echt solche Wege suchen. Das ist unglaublich schwierig. Und naja, aber wir haben es zweimal hinbekommen. 2:0. Das ist doch schon ganz gut. Jetzt einfach mal einen Schuss absetzen. Goretzka! Ah. Sandro Wagner hier nochmal mit dem Schussversuch. Aber der Torwart hat sicher gehalten. Das ist das, was für mich PES 19 noch realistischer macht. Also Flankentore waren schon realistisch, weil in FIFA gab es keine Flankentore und ich fand, in echt sind viele Flankentore gekommen und in FIFA gar nicht, in PES eben schon. Das fand ich schon realistisch, aber jetzt ist die Grafik viel besser und der Rasen viel besser und das sieht alles voll cool aus, das ist klar. Aber was PES 19 für mich richtig realistisch macht, ist, dass nicht so viele Tore fallen können. Also klar, ich spiele gegen Düsseldorf, Bayern gegen Düsseldorf wird in echt bestimmt auch so ein 3-4-0 werden. Und das wird es auch hier vielleicht werden. Und das ist komplett realistisch. Es ist klar, vielleicht, ja, was Komisches, wenn du hier sitzt und merkst, du kommst nicht durch, obwohl du alles Mögliche probierst, du kommst so selten durch. Aber guck mal, es reicht doch, ein 2:0. Wie oft willst du denn durchkommen? In FIFA ist das so, Doppelpass, du bist durch, Tor, Doppelpass, du bist durch, Tor, Doppelpass. Und du spielst auf Legende, der höchste Schwierigkeitsgrad und du bist die ganze Zeit durch und keine Ahnung, das ist echt unglaublich. Und hier spiele ich auf Topspieler, da gibt es noch eine Stufe oben drüber und ich komme wirklich relativ selten durch und mache hier echt realistische Ergebnisse. Klar, das ist das erste Bundesligaspiel, vielleicht werden die Ergebnisse nochmal ein bisschen anders. Aber ich finde, das ist ein super klasse Spiel. Es ist wirklich, ja, gut abgestimmt, muss ich sagen. Es ist gut abgestimmt. 3:0 hier jetzt. Kingsley Coman. Das war ein schönes Tor. Die Flanke, der Kopfball von Sandro Wagner als Vorlage für Coman. Und der haut ihn rein. Das war ein super cooles Tor. Zum 3:0. Also das Ergebnis ist definitiv hoch genug für ein Spiel Bayern gegen Düsseldorf. Aber es ist wirklich so, dass du sagst, es geht, es ist fast unmöglich, ein zu hohes Ergebnis zu erreichen, weil eben PES das nicht zulässt, weil du echt schwer durchkommst und echt gut, wirklich gut spielen musst, taktisch spielen musst, was auch immer, um überhaupt irgendwas zu reißen. Also das macht es für mich super realistisch und deswegen war ich und bin ich gehypt auf PES 19 Trainerkarriere und es macht ultra Bock.
So, jetzt haben wir immer nur drei Wechsel, das müssen wir jetzt berücksichtigen, das war ja im Turnier nicht so. Wir haben jetzt Ribéry eingewechselt für Gnabry. Jawohl. 4-0. Seht ihr das, wie das funktioniert? Und ich finde es so realistisch, dass ich bin so überwältigt von diesem Spiel. Also ich mag das so hart, ne? Das ist echt krank. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, aber das Spiel hat mir das nicht übel genommen. Wir wechseln Tolisso ein, jetzt für Sanchez. Ja, hier hat man es nochmal gesehen. Also Ribéry, ich war mit Ribéry durch. Ich habe es wahrscheinlich auch reingeschnitten. Ich war mit Ribéry durch, hätte selbst schießen können. Wollte da einen Fake-Shot in die Mitte machen, damit ich die Verteidiger noch stehen lasse, damit die nicht in den Ball reingrätschen. War meiner Meinung nach ein kleiner Fehler. Aber es ist trotzdem gelungen, da ja Coman richtig steht und die anderen schön mitgespielt haben. 4-0. Und jetzt wird ausgewechselt. Weiter geht's. Mal gucken, vielleicht wird das tatsächlich ein 5-0. Nicht unrealistisch. Und das wäre echt geil. Oh, da ist der Anschlusstreffer. Was heißt Anschlusstreffer? 1-4 Düsseldorf macht ein Tor durch einen Fehler von uns, von mir. Ja, hätte nicht sein müssen, der Fehler. 4-1, sie kommen nochmal ran, machen wenigstens ein Tor hier zu Hause. Wir gewinnen nicht mit 0 Gegentreffern. Schade. Wäre cool gewesen, wenn wir hier zu 0 gewinnen. Aber ja, der eine passt ihm voll in die Hose. Düsseldorf natürlich wieder im Vorwärtsgang. Konnte den Treffer machen. Oh, jetzt muss ich die Träume von Düsseldorf raussuchen. Weil es die Aufsteiger sind und ich die Träume von denen noch gar nicht habe. Ja, geil. Aber die bräuchte ich ja eh, weil wir machen bestimmt ein paar Tore in der Verteidigerkarriere. Also von daher. Die Träume von Düsseldorf brauche ich sowieso. So, jetzt kommt noch Robben für Coman, dass wir hier ein bisschen durchwechseln. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Torhymne zum zweiten. Das gefällt mir wiederum nicht so. Das ist aber in PES auch oft so, dass man wirklich sehr gut spielt und plötzlich das Blatt sich wendet. Natürlich, schlecht gemacht. Boateng, mit Boateng hätte ich ihn einfach weghauen können, wegballern können. Was nicht. Keine Ahnung, ich hätte viel mehr Möglichkeiten gehabt. Hab aber einfach den Pass gespielt in den Gegner, der mit einem super Schuss das 2-4 gemacht hat. Ja, mal gucken, vielleicht können wir hier trotzdem noch das 2-5 machen. Auf jeden Fall keinen Treffer kassieren. Ein 3-4 wäre nicht so geil, aber wenn es 2-4 bleibt, ist auch noch okay. Oh, starker Schuss, nochmal zum Ende hier, von Franck Ribéry, es bleibt beim 2-4, hätte nicht sein müssen, dass wir hier noch zwei Tore kassieren, also das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, das ist jetzt nicht, weil wir hier zwei Tore kassiert haben, sondern das ist mir schon öfter mal aufgefallen, dass bei PES kommt der Gegner zum Schluss nur richtig krass, obwohl sie eigentlich schon aufgeben können, ja. Dass Düsseldorf noch zwei Tore gegen uns macht, nicht so geil, aber wir haben mit 2-4 gewonnen. Definitiv gut. Die Ergebnisse: Augsburg-Leipzig 0-2, Hertha gegen Leverkusen 4-2, Bremen verliert gegen Mainz mit 1-4, Dortmund verliert ebenfalls gegen Gladbach mit 0-1, Düsseldorf gegen München 2-4, Frankfurt gegen Nürnberg 1-1, Freiburg gegen Schalke 0-1, Hannover gegen Stuttgart ebenfalls 0-1 und auch Hoffenheim verliert gegen Wolfsburg mit 0-1. Also Dortmund verliert, Hoffenheim verliert. Das ist ja Leverkusen verliert. Das ist ja krank hier, du. Okay, wir sind Zweiter. Da Mainz eine Tordifferenz von 3 hat, sind sie Erster. Aber das macht überhaupt nichts.
Denn 3 Punkte sind 3 Punkte. Das spielt dann ebenfalls keine Rolle. Gut, das war's von der heutigen Folge. Dann würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut dann unbedingt bei der nächsten Folge vorbei, wo wir dann eventuell einen Linksverteidiger kaufen. Messi ist hier bester Spieler Europas geworden. Und dann auch gegen den nächsten Verein. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir spielen. Spielen in der Bundesliga. Alaba hat sich irgendwie verbessert. Ja, blablablub. Ich will kurz wissen, gegen wen wir spielen. Gegen Freiburg, genau. In der nächsten Folge gegen Freiburg geht's weiter. Und ja, dann haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.